sind jetzt also am Ende mit dem Bikefitting. Morgen ich mal testen, wie das funktioniert. Also wir haben jetzt hier, also Gregor hat sich richtig viel Zeit für mich genommen. Vielen, vielen Dank. Wahnsinn. Also es waren ungefähr 3,5 Stunden, die ich jetzt hier im Laden war und wurde gut versorgt. Also ich kann mich hier nicht beschweren auf jeden Fall. Alles super gelaufen, super professionell. Und ich weiß, vielen ist so ein Bikefitting vielleicht ein bisschen zu teuer oder die denken noch, bringt das wirklich was? Und dann gibt es vielleicht auch noch ein paar andere Fragen. Und deswegen habe ich mir ein paar Fragen überlegt, die ich vor dem Bikefitting jetzt gern beantwortet gehabt hätte. Und vielleicht hilft das dem einen oder anderen weiter, um auch für sich selbst zu hinterfragen, brauche ich ein Bikefitting und für was überhaupt und lohnt sich das? Genau, deswegen 10 Fragen, die man sich vielleicht selbst nicht getraut zu stellen. Frage 1 ist, für wen ist Bikefitting? Wer braucht das? Zunächst erstmal vielen Dank für, für das ausführliche Lob. Ja? Da hat man ja fast Pippi in den Augen. Bikefitting, also wir machen es jetzt seit 2 Jahren. Ja. Und natürlich ist ein Großteil davon Sportler. Ja. Aber ich denke auch, Bikefitting ist etwas für jedermann. Also wenn die normale Angestellte im Bürojob die 6 Kilometer mit dem Fahrrad und nicht mit dem Auto fahren möchte, okay, ja, und die besonders... und aber irgendwie Beschwerden hat, ob Sitzbeschwerden oder sie fühlt sich unsicher, weil sie einfach schlecht drauf sitzt, ja, dann bricht sie das schnell ab. Deshalb, eigentlich kann jeder zum Bikefitting kommen. Okay. Natürlich kommen die meisten mit Beschwerden, genau, aber man kann es auch prophylaktisch nutzen. Okay, mit welchem Rad macht Bikefitting Sinn? Also klar, Triathlonrad haben wir jetzt gemacht, macht wahrscheinlich Sinn, habe ich ja selber gemerkt, macht sogar sehr viel Sinn. Dann gibt es natürlich noch Rennräder. Genau. Hast du gesagt, es sind auch viele mit Rennrädern hier. Und dann gibt es noch Mountainbikes. Genau. Das lohnt sich auch? Es gibt, ja, definitiv. Dafür sind wir halt jetzt nicht unbedingt die Gegend, die dafür prädestiniert ist. Ja? Genau. Das ist die Leipziger Tieflandsbucht, ja, da ist der Fahrspaß verhalten mit dem Mountainbike. Ja. Aber da haben wir zum Beispiel mehr, die mit dem Cyclocross ankommen, also mit einem, ja, Crossrad, ja, oder einer Mischung aus Crossrad und Rennrad. Genau, ja. Aber wir haben auch diejenigen, die mit dem Tourenrad herkommen, ja? Und sagen, sie machen gern Touren. Und, genau, ja, ja. Also eigentlich, außer einem Klappfahrrad, was wir wirklich noch nicht hier hatten, ja, macht es mit, genau, jeder Art von Rad Sinn. Einfach. Genau. Auch mit dem, also ich denke jetzt an so Menschen, die einfach sonntags mal 20 Kilometer um den Kostputner See fahren mit dem Trekkingrad. Ist das auch lohnenswert dann? Ja, ich sag mal so, bevor es das Bikefitting gab, waren auch viele auf dem Rad unterwegs und, ja, sicher unterwegs, wenn, ja, man jetzt nicht unbedingt massive Beschwerden hat und sich wohlfühlt und gern Fahrrad fährt, ja, der muss nicht unbedingt ein Bikefitting machen, okay, ja, sondern kann einfach losradeln. Ja. Aber wer sich unsicher ist beispielsweise, weil eine Fahrsicherheit hat viel mit einer guten Sitzposition auch zu tun oder einer ungünstigen Sitzposition. Ja. Oder wer halt Beschwerden hat vom Händeeinschlafen bis zum Auer im Gesäßbereich, ja, da macht es dann Sinn, auch wenn man vielleicht gar nicht so häufig fährt. Ja, okay. Vielleicht fährt man danach mehr. Ah ja, genau. Genau, und dann, das ist quasi anschließend die Frage, also macht so ein Bikefitting auch ohne Probleme Sinn? Vorhin hast du ja kurz erwähnt, und da war die Kamera leider aus, dass man Schmerz auch mal unterdrückt und nur so passiv wahrnimmt, wenn überhaupt. Genau. Also ich... Also wenn ich jetzt keine Beschwerden habe, sollte ich dann vielleicht trotzdem mal bei einem Ausflug jetzt mal darauf achten, rutsche ich viel rum oder merke ich irgendwie, irgendwas passt doch nicht, oder man kann es natürlich auch einreden, aber macht es Sinn auch zu sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, kannst du mal gucken. Ja. Also vor allen Dingen im sportiven Bereich, okay, beispielsweise macht es Sinn, auch mal ein Fitting zu machen und zu schauen, sitze ich denn effektiv oder ökonomisch, je nachdem, ob es kürzere oder längere Rennen sind, ja, ja, auf dem Rad. Und worüber wir vorhin ja schon gesprochen hatten, ist, viele Sportler drehen das Becken vermeiden nach hinten, ja, ohne, genau, dass sie jemals vielleicht Druckschmerz tatsächlich gefühlt haben. Ja. Aber der Körper geht dem Schmerz oftmals schon aus dem Weg, bevor es, okay, ins Bewusstsein dringt. Ja. Ja? Genau. Und von daher macht es bei sportiven Fahrern auf jeden Fall auch Sinn, okay, zu schauen, wie kann man jemanden effektiver positionieren. Denn wenn ich mich anpasse an Schmerz, dann nehme ich Haltung ein, ja, die eine effektive Kraftübertragung nicht mehr sinnvoll, okay, vonstatten gehen lassen. Ja.
Also was mir immer sehr wichtig war, ich bezahle jetzt hier Geld und habe jetzt mein Triathlonrad eingestellt und das läuft super und ich fühle mich super wohl. Und jetzt denke ich mir, okay, ich habe jetzt hier zu Hause ein Triathlonrad, ich habe ein Rennrad und ich habe ein Mountainbike. Am besten, ich kann alles, was ich mit einmal eingestellt habe, auf alle Fahrräder übernehmen. Ist das möglich? Das ist so einfach nicht möglich. Beispielsweise ist eine Zeitfahrposition, so wie wir sie heute bei dir eingestellt haben, ja, etwas grundsätzlich anderes als eine klassische Rennradposition. Denn Okay. Der Fahrer ist von der Rennradposition aus gesehen in Fahrtrichtung verdreht. Er tritt nicht nach unten, sondern tendenziell nach hinten unten. Okay. Und das sind zwei ganz grundverschiedene Positionen, die man überhaupt nicht miteinander vergleichen kann. Okay. Es ist auch schon schwierig, aufgrund verschiedener Geometrien, aufgrund unterschiedlicher Sättel, beispielsweise schon von Rennrad zu Rennrad, so eine Position zu übernehmen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Es gibt ja viele, die mehrere Rennräder haben, jetzt quasi mal ein Wettkampfrad und vielleicht noch ein Stahl-Trainingsrad. Und da ist meistens auch schwierig, jetzt die Zahlen einfach zu übertragen. Das ist oft 1:1 nicht ganz so einfach einzustellen. Man braucht da ein kleines bisschen Erfahrung dann ist das grundsätzlich erstmal möglich. Ja. Aber die Praxis hat gezeigt, es ist nicht ganz so einfach. Es gibt ein paar Punkte, auf die man achten muss. Ja. Und da ist ein bisschen Erfahrung sicherlich von Vorteil anstellen. Ja, okay. Genau, jetzt gehen wir zum Eingemachten. Also ihr seid ja ein Anbieter von Fittings, von Bike-Fittings. Und ich habe mich ja natürlich vorher informiert und dann fängt man erstmal an zu googeln. Wo im Umkreis gibt es Bike-Fitter? Wie ist da die Google-Bewertung vielleicht noch irgendwie? Man guckt sich da um, guckt mal in Foren. Aber wo ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen den verschiedenen Bike-Fittern, die man jetzt zum Beispiel in Leipzig, in Berlin, in München, in Hamburg findet? Was sind da die großen Unterschiede? Also ich sag mal, die Fitting-Szene oder die Dichte ist in den alten Bundesländern sicherlich größer als in den neuen Bundesländern. Okay, wir haben in Leipzig, glaube ich, keinen Mitbewerber, der zumindest das technische Know-how hat, was wir einsetzen. Ja. Das ist mir zumindest bisher nicht bekannt. Ja. Und ich denke, diejenigen, die das professionell betreiben, die haben ein sehr hohes Know-how. Das heißt, diejenigen sind in aller Regel Sportwissenschaftler, die anatomische Grundlagen haben, die wissen, wie Muskulatur funktioniert. Ja. Die spezielle Kurse machen, man kann sich weiterbilden und diejenigen, die das professionell anbieten, die haben alle schon, denke ich, ein sehr hohes Know-how. In Leipzig und Umgebung, wie gesagt, da kenne ich die Mitbewerber gar nicht. Okay, genau. Aber meinst du, wenn man jetzt mal irgendwie, man wohnt jetzt in Dortmund und kann sich jetzt nicht unbedingt vorstellen, unbedingt nach Leipzig zu kommen, jetzt zu euch, so ein Merkmal für einen guten Bikefitter wäre jetzt zum Beispiel erstmal, wie bei dir, ein Master of Science in Sportwissenschaft. So als harten Fakt. Ja, oder ein Bachelor ist, denke ich, auch schon ausreichend, um halt das Grundverständnis zu haben. Ja. Ich denke aber auch, es gibt beispielsweise ausgebildete Physiotherapeuten, die in die Fitting-Szene reingerutscht sind. Ja. Das sind alles schon Voraussetzungen, wo ich sage, da ist so ein breites Grundverständnis von menschlicher Bewegung, wie funktioniert der Bewegungsapparat, dass dann dieses Spezifische, also die Arbeit mit dem Rad, das wird dann über spezielle Weiterbildung gelehrt und dann kann man sich das ganz gut aneignen. Okay, genau. Und warum sollte ich jetzt, also es gibt in Leipzig auf jeden Fall noch ein paar andere Bikefitter. Und auch natürlich jetzt Halle, Berlin. Und ich meine, so ein Bikefitting ist, glaube ich, was, wo man auch mal ein Stück fahren kann und sollte unbedingt. Und nicht den Erstbesten nehmen sollte unbedingt. Warum sollte ich jetzt zu ProMotion nach Leipzig kommen? Weil das Ergebnis stimmt, aber auch die Atmosphäre. Also es gibt, ich denke, wir haben hier eine sehr schöne Einrichtung wir haben viel Spaß bei der Arbeit. Ja. Deshalb ist jeder herzlich eingeladen, hierher zu kommen. Und das sind so die Hauptfaktoren. Ja. Aber das Ergebnis muss am Ende stimmen. Ja. Und da bin ich der Meinung, dass wir das meistens ganz gut hinkriegen. Okay. Und woher nehmt ihr euer Wissen, eure Expertise, wie ihr jetzt welches Fahrrad einstellen müsst? Also macht ihr regelmäßig Lehrgänge zum Beispiel? Genau, also wir nehmen an Schulungen teil, es gibt Symposien zum Bikefitting
und Weiterbildung über verschiedene Anbieter. Meistens sind das dann diejenigen, die auch die Messsoft und Hardware erstellen. Und da versuchen wir regelmäßig uns weiterzubilden. Aber es zeigt auch ganz klar, dieses Wissen muss man in Anwendung mit Erfahrung bereichern. Und dadurch denke ich, entsteht die richtige Mischung. Ja? Mhm. Also wenn man Erfahrung hat, ein gewisses Auge sich erwirbt, dann Also ihr habt, ich würde mal sagen, es gibt also hier auch sehr, sehr viele Geräte, die ihr nutzt. Mhm. Also meinst du die Intuition des Fitters, das ist das eine. Ja. Und das Auge. Genau. Aber das andere ist natürlich auch die technischen Geräte, die man eigentlich braucht dazu. Ja, ja. Genau, also man braucht eine bestimmte technische Ausstattung. Ja. Wir haben heute bei der die Satteldruckmessung genutzt. Genau, ja. Wir können auch noch die Innenschuhdruckmessung nutzen. Ja. Das heißt, wir haben noch nicht mal alle das ganze Pulver verschossen bei dir. Und die Videoanalyse ist ein ganz klarer Kernbestandteil der Auswertung. Ja. Aber, das haben wir auch beim Fitting besprochen, ich bin ja immer mal um dich herum geschlichen. Genau, ja, und habe verschiedene Blickwinkel eingenommen. Und da kann man ganz viel, oder hat man Hand aufgelegt. Und das ergänzt diese Messsoftware ziemlich gut. Ja. Und ich denke, dass das hilft, nicht stringent nach bestimmten Winkeln zu schauen, sondern nochmal auf Plausibilität zu prüfen, passt die Sitzposition im Gesamtbild. Genau. Ja. Okay, und eigentlich, was die meisten wahrscheinlich wissen wollen, du hast gesagt, es ist eigentlich, und das ist auch ganz wichtig festzuhalten, Bikefitting ist kein Ergebnis, sondern es ist ein Prozess. Ja? Mhm. Und gibt es aber jetzt, wenn ich mit Beschwerden zu euch komme? Hallo. 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 gibt es eine Garantie, dass du sagst, okay, du hast jetzt Probleme, kommst hierher und ich kann dir garantieren, du gehst mit weniger oder kein Problem wieder hier raus. Ist das möglich? Weil du investierst ja erstmal ins Blaue und willst eigentlich vorher wissen, lohnt sich der Betrag? Ja. Eine Garantie per se gibt es nicht. Ja. Allerdings hätte ich das Gefühl, ich kann demjenigen nicht helfen. Ja. Dann wäre das eine Stunde, die ich investiert hätte. Ich würde dem sozusagen sagen, ich kann ihm nicht helfen. Er ist falsch, es tut mir leid. Ja, okay. Es gab auch schon Fittings, wo das Rad überhaupt nicht gepasst hat. Und dann braucht man nicht anfangen und damit versuchen, Geld zu verdienen. Es gibt genügend Leute, die zu uns kommen und Beschwerden haben, denen wir helfen können. Ja, sollten da tatsächlich welche dabei sein, dann werden wir dafür kein Geld nehmen, wenn wir nicht helfen können. Ja, okay. Also das ist so die Kaufmannsehre. Ja. So, und für mich eigentlich die entscheidendste Frage, oder überhaupt... Schon wieder. Ja, also das ist schon mal eine wichtige Antwort gewesen, aber genau, für mich ist eigentlich die wichtigste Frage gewesen jetzt, vor allem als Student, also wie kann ich meinem Partner oder meiner Partnerin von der Notwendigkeit eines Bike-Fittings überzeugen? Also Beschwerden im Schambeinbereich beispielsweise, die nicht mehr vorhanden sind, können helfen? Nein. Das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich vielleicht doch länger überlegen. Ja. Bei mir ist immer das Problem, wenn man sich so in diesem Sportkontext bewegt und dann liest man hier was bei Facebook in der Rennradgruppe und dann liest man was in der Triathlon-Zeitung und dann denkt man, okay, das muss ich jetzt also machen. Und die Person, die das vielleicht von außen reflektiert, denkt, du fährst jetzt schon seit 5 Jahren Fahrrad, bist schon hunderte Kilometer gefahren und jetzt fängst du an und willst hier 250 Euro für was ausgeben, wo ich nicht mal andersweise verstehe, was da passiert. Also das zu vermitteln, ist natürlich auch schwer, vor allem. Ja, ich will immer diesen Beziehungsaspekt, Sport und Beziehung und Familie, ein bisschen die zu integrieren vielleicht, die mit ins Boot zu holen, zu sagen, so, deswegen macht das Sinn. Ja, das ist ganz klar, ja. Wenn man Sport treibt, das ist immer mit Kosten verbunden, warum soll ich jetzt ein Bikefitting machen? Ja. Ich denke, dass ein Bikefitting erstmal etwas sehr Nachhaltiges ist. Okay. Das heißt, wir versuchen langfristig Veränderungen, die zum Positiven führen, zu ermöglichen. Ja. Und neben dem, dass wir eine verbesserte Sitzposition erreicht haben, eine optimale Sitzposition für den Moment, wo ich dir gesagt habe, die muss nicht für alle Ewigkeit Gültigkeit haben. Ja. Ich denke, das ist der eine Effekt. Der andere Effekt ist,
dass du ein ganz anderes Verständnis von dem hast, wie man sich auf dem Rad verhält, wie die Sitzposition aussehen sollte. Ja. Du wirst mit Sicherheit bei den nächsten Ausfahrten mehr in dich reinhorchen, was machen meine Beine, ohne dass du hinschauen musst, wie verhält sich mein Becken. Ja. Und man kann dann auch sehr viel selber lösen danach, ohne dass ich jedes Mal wieder zum Fitting rennen muss. Einfach, weil sich das gesamte Bewegungsverständnis verändert hat, verbessert hat. Und das ist so der zweite Effekt, den man nicht unterschätzen sollte, der nirgendwo in einer Beschreibung dieser Dienstleistung drin steht. Ja, ja, genau, aber der mit Sicherheit auftritt bei jedem. Okay, gut. Das ist schon mal ein guter Ansatz gewesen in dem Fall. Super, das waren meine 10 Fragen. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr auf jeden Fall hier anrufen, eine Mail schreiben, vorbeikommen. Ich verlinke auch die Promotions und das Team von Promotion unten in der Videobeschreibung. Ich denke, das war doch sehr lehrreich und ich habe mich hier, wie gesagt, sehr wohl gefühlt und kann das nur empfehlen. Und bedanke mich nochmal und wünsche noch einen schönen Tag und tschüss. Ja, und ich danke, dass deine Freundin, Frau, dich hat herkommen lassen. Ja. Also dann, vielen Dank und tschüss. Tschüssi. Super, super, super.